Alle sind immer auf der Suche nach den neuesten Trends. Wo bekommt ihr eigentlich eure Trends her? Schaut ihr sie euch bei den Stars auf dem roten Teppich ab oder vielleicht doch eher in der Modezeitschrift beim Friseur? Da bekommt man auch immer Trends zu sehen. Und hier bei Olli Zimmermann, da werden natürlich auch Trends gesetzt. Olli! Hallo Katharina. Ja, ich höre gerade Trends gesetzt, das ist richtig. Bei uns wird nicht nur Trends gesetzt, wir müssen uns auch informieren, was Trends angeht. Und deshalb fahren wir heute auf eine Wahnsinnsshow nach Wiesbaden von La Biostetik, worauf wir uns alle im Team auch freuen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Natürlich sind wir dabei. Ja, wunderbar. Am besten, ihr kommt mal mit. Es war eine super Show, fantastisch. Tolle Inspiration für uns. Wo holst du deine Inspiration her? Ja, also ich komme aus Berlin und bin natürlich viel in Berlin unterwegs. Und da gibt es an jeder Ecke, an jedem Standort irgendwie eine Möglichkeit, sich zu inspirieren. Es waren wahnsinnig tolle Farben zu sehen, ein Wahnsinnsglanz in den Haaren. Das hat unheimlich viel Freude gemacht. Ich glaube, das ist auch ein neuer Trend. Erzähl mal. Ja, also ich meine, wir legen natürlich bei Biostetik extrem Wert darauf, dass die Farben gut sind. Ja, die Qualität der Farben ist tipptopp. Ja, und da ist der Glanz natürlich absolut im Vordergrund. Ja. Auch wenn wir mit Strukturen arbeiten, was wir jetzt hier auch viel gemacht haben, es sollte immer glänzen, dass alles gesund aussieht. Ja. Du hast wahnsinnig viele Varianten gezeigt. Es ist eben nicht nur glatt, sondern eben auch, du hast gesagt, crunchig. Fand ich eine super Sache. Ja, weil das halt irgendwo wieder zurückkommt, so diese 90er Jahre, die Einflüsse. Also wir wollen nicht wieder zurückgehen in die 90er Jahre, weil so diese ganzen Grungy-Einflüsse sind halt schon zu spüren. Das sieht man bei den Kids auf der Straße, sieht man aber auch in der Mode. Das wird alles wieder ein bisschen lässiger, ein bisschen rauer auch in der Mode. Ja. Jörg, vielen Dank. Eine super Inspiration auch für uns. Wir waren mit dem ganzen Team da und wir werden diese tollen Einflüsse und Inspirationen mit nach Hause nehmen und machen gute Sachen. Ja, wunderbar. Ja, das ist gut, ja. Jetzt haben wir auch mal gesehen, wo die Friseure ihre Styles und Trends herbekommen. Olli, sind das Trends, die ihr auch bei euch im Salon verwenden werdet? Ja, absolut. Also das ist eine tolle Inspiration. Manches ist natürlich etwas extremer, muss auf der Bühne auch so sein. Aber es sind tolle Trends und Inspirationen, die wir morgen im Salon umsetzen wollen. Dann vielleicht auch Inspirationen für die nächsten Styling-Tipps. Einen weiteren Styling-Tipp, den bekommt ihr von Olli Zimmermann natürlich in der nächsten Woche, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.